So, jetzt bin ich auch da. Herzlich willkommen zu diesem großartigen und echt, echt großen Projekt. Ja, genau. Ihr habt wahrscheinlich schon viele, viele Bilder und Beiträge auf Instagram gesehen und jetzt ist es endlich soweit. Endlich, wirklich, Halleluja. Genau, zum ersten Teil von dem Projekt Terrassendach oder Terrassenüberdachung aufbauen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Genau. Unsere Terrassenüberdachung ist aus Holz und hat eine Gesamtbreite von 4,80 Meter und eine Tiefe von 5,50 Meter. Hierbei handelt es sich nicht nur um einfaches Vollholz, das sich mit den Jahren verdrehen könnte, sondern um hochwertiges, massives BSH, ergo Brettschichtholz. Das Besondere an der Überdachung ist, dass es eine Steder-Terrassenüberdachung ist, sprich ein fertiger Bausatz, den ihr euch in wenigen Mausklicken zusammenstellen könnt. Ganz egal, ob ihr euch ein Gartenhaus, ein Carport oder eine Terrassenüberdachung aus Aluminium zusammenstellen wollt, das ist alles gar kein Problem. Auch ein Sondermaß könnt ihr auf Wunsch eingeben. Es wird wirklich auf alles geachtet, beispielsweise jetzt Farbe, die mitgeliefert wird, oder das Ganze kann schon fertig gestrichen werden, beispielsweise jetzt hier in Tanngrün. Holz klassisch gekappt, sprich stumpf aufeinander geschraubt, oder holzfix fertig abgebunden, sprich die Sparren sind bereits schon fertig abgebunden, gefräst und an den vorgegebenen Stellen vorgebohrt. Ihr erhaltet wirklich einen komplett fertigen Bausatz mit allen Schrauben und sogar mit einem passenden Forstnerbohrer, Konusblättchen, Dichtungen, an alles ist gedacht. So, dass wir gleich loslegen können mit der Montage. Legt euch alles im Garten griffbereit. Das nötige Werkzeug, was du jetzt in diesem Video sehen wirst, dazu gibt es eine Werkzeugliste. Die findest du direkt unter dem Video verlinkt. Sprich, jedes Tool, dazu gibt es einen passenden Link. Sprich, wenn du das noch nicht hast, kannst du es dir dann erwerben. Da wir am Anfang des Videos uns für keine Farbe entscheiden konnten, wir das Ganze ohne Farbton bestellt haben, müssen wir das Ganze nochmal lasieren. Wir haben uns letztendlich für einen klaren Farbton entschieden. Das Ganze macht Jette. Jette ist Steffis Schwester, die uns dabei unterstützt. Links im Bild ist Steffi, die bereitet die Kopfbänder vor. Die Kopfbänder dienen nachher zur nötigen Stabilisierung für das Terrassendach. Dazu später mehr. Die müssen vorweg angezeichnet und vorgebohrt werden, damit wir das Ganze dann passend streichen können. Parallel dazu kümmere ich mich um die Wandfette. Die Wandfette ist Ausgangspunkt für unsere Terrassenüberdachung. Ungefähr alle 80 cm kommt ein Befestigungsloch mittig der Fette angezeichnet. Dieses bohren wir mit unserem mitgelieferten Forstnerbohrer vor und später dann mit einem Holzbohrer nochmal komplett durch. Dieser hat ungefähr 12 mm, weil unsere Gewindestange, die die Fette nachher ans Mauerwerk festhält, 10 mm stark ist. Wenn ihr clever seid, klemmt ihr gleich einen Staubsauger ran, so müsst ihr die Holzspäne nicht später vom Rasen entfernen. Um die Wandfette auf Position zu bringen, verwende ich Baustützen mit einem passenden Baustativ. Diese waren wirklich sehr, sehr nützlich, um das Ganze in Alleingang aufzubauen. Passend dazu braucht ihr natürlich noch ein paar Handzwingen, besser gesagt Schraubzwingen, eine Wasserwaage und zwei Leitern. Die waren wirklich unverzichtbar bei diesem Projekt. Die Fette sitzt auf Position und sollte natürlich auch im Waage sein. Das nötige Maß, was ihr dafür benötigt, findet ihr in euren Bauplänen. Passendes Montagematerial für die Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Haus hier ist beispielsweise von 1900 und es war wirklich sehr, sehr schwierig, die Substanz, die Steinsubstanz herauszufinden. Wir haben sicherheitshalber nochmal links und rechts einen Pfosten gesetzt, um die ganze Last von der Wandfette abzufangen. Kundigt euch bitte beim nächsten Baustoffhändler oder beim Statiker. Der kann euch ganz genau sagen, was für eine Wandbefestigung ihr wählen müsst. Bei uns kam ein 2-Komponenten-Injektionsmörtel zum Einsatz sowie 400 mm lange Gewindestangen. Diese werden im Inneren des Mauerwerks verklebt und das Ganze muss ungefähr mehrere Stunden aushärten und danach sitzen die Gewindestangen wirklich bombenfest, sodass ihr die Wandfette plus links und rechts den Pfosten festschrauben könnt mit einer Unterlegscheibe und mit einer Mutter. Bitte prüft das Ganze, ob das auch in Waage ist. Es wäre nämlich ziemlich ärgerlich, wenn ihr jetzt die Fette schief an die Wand montieren würdet. Im Anschluss könnt ihr noch die Konusplättchen mit einem Schonhammer bündig klopfen und fertig ist auch die Montage der Wandfette.
Ihr könnt natürlich jetzt sehen, dass die Wandfette ziemlich tief sitzt über unseren Fenstersturz. Das lässt sich leider nicht anders vermeiden, da das Dach wirklich sehr, sehr tief sitzt und die Sparren ja noch draufkommen und unsere Eindeckung. Parallel zur Wandfette sitzt die Fußfette. Diese bekommt zwei Pfosten und die müssen wir vorab anzeichnen. Die Pfosten sind in der Regel 12 x 12 cm stark und unter einer Breite von 5 Meter genügen zwei Pfosten. Ja, ich weiß, wir haben insgesamt 4 Pfosten, dazu kommen wir aber später nochmal. Die Pfosten, besser gesagt die Fette, wird für die Pfosten vorbereitet. Dazu müsst ihr einfach zwei Löcher bohren mit einem 5 mm Holzbohrer. Und dann können wir die Fußpette auch auf Position bringen. Wie ihr sehen könnt, kommt die Ein-Mann-Hebeltechnik zum Einsatz und die passenden Baustützen. Die sind wirklich sehr, sehr hilfreich, um die Fette auf Position zu bringen. Nachdem die Fette ausgerichtet ist, können wir auch unsere zwei Pfosten anbringen. Die habe ich mit Hilfe zweier Klemmzwingen fixiert und dann oben mit zwei Schrauben fest verschraubt. In der Zwischenzeit hat sich Steffi um die Sparren gekümmert. Die bekommen ein Gummiband, circa alle 30 cm könnt ihr eine Tackerklammer setzen. Dieses Gummiband wird mit den Riefen nach oben hin mittig auf den Sparren gesetzt. Oben wird das bündig abgeschnitten und vorne lasst ihr ungefähr 20 cm überstehen. Achtet bitte beim Befestigen des Gummis, dass er die Bohrlöcher nicht zutackert. Dann können wir auch die Sparren montieren. Ob links und rechts ist dabei egal. Hauptsache, ihr setzt die an die vorgegebene Markierung. Jede Sparre hat eine Markierung und dort wird das Ganze von oben fest verschraubt. An schwierigen Stellen, wie jetzt hier bei diesem Dachbereich, kann ich euch ein Winkelgetriebe bestens empfehlen. Sitzen beide äußeren Sparren, kontrollieren wir mit der Überkreuzmessung den 90-Grad-Winkel. Sind beide Maße identisch, ist unsere Überdachung im rechten Winkel. Und jetzt kommen wir wirklich zum schwersten Teil von diesem Projekt, und zwar das Fundament. Ich habe ein Loch gebuddelt 80x80 und ungefähr 1 Meter tief, damit das Ganze auch frostsicher ist. Ich habe hier Sackware verwendet, davon habe ich mir ca. 2,5 Paletten von dem naheliegenden Baumarkt bestellt. Und das Ganze könnt ihr ganz bequem in einen Mörtel oder einen Kübel mit einem Mörtelrührer anmischen. Legt euch eine Plane drunter, damit ihr euren Rasen nicht einsaut und dann könnt ihr direkt vom Kübel ins Loch das Ganze hineinkippen. Das Ganze sollte so breiartig sein, wie jetzt hier im Bild zu sehen. Bevor wir jetzt den Brei ins Loch kippen, müssen wir natürlich die mitgelieferten Haaranker an den Pfosten befestigen. Ja, jetzt merkt der ein oder andere, hey, wir hätten doch die Pfosten erstmal weglassen können. Ich habe die Pfosten mit Absicht festgeschraubt, damit ich genau weiß, wo das Fundament sitzt. Die Haaranker einfach mittig auf dem Pfosten ansetzen, das Ganze vorbohren und dann mit einer Sechskantschraube festschrauben. Und im Anschluss könnt ihr die Löcher mit dem Beton füllen. Ihr könnt natürlich auch das Ganze mit einer Maurerschnur abstecken, aber ich finde meine Variante um einiges einfacher und sicherer. Wenn ich mich einmal vermessen habe mit der Maurerschnur, dann passt das Ganze nicht und mein Terrassendach steht schief. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir in der Mitte nochmal zwei Pfosten anbringen, die Fundamente natürlich um einiges kleiner gesetzt, damit wir später einen Eingang imitieren. Links und rechts von den mittleren Pfosten soll nämlich eine Kletterrose angebracht werden. Bevor wir nun die restlichen Sparren anbringen, bringen wir die Kopfbänder an. Die Kopfbänder dienen der optischen Aufwertung, der Überdachung und sorgen für mehr Stabilität. Diese werden einfach mittig an den Pfosten bzw. an der Fette geschraubt und fertig. So, ich hoffe, Teil 1 hat euch schon mal richtig gut gefallen und nun geht's hier zum zweiten Teil. Viel Spaß!